Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Zurück bei Geralt, der gerade in einer pikanten Sache unterwegs ist. Er hilft Roche und Dijkstra bei ihrem Plan, Radovid umzubringen. Und hierfür müssen wir einen Kontaktmann treffen, der verschwunden ist. Eigentlich wollte ich hier die Nacht verbringen und hatte mit großer Vorfreude ja schon angekündigt, dass wir endlich genug Zeug haben, um weiße Möwe ausreichend herzustellen und hier ein paar tolle alchemistische Dinge erledigen können. Leider ist dem nicht ganz so. Ja, wir können weiße Möwe herstellen. Allerdings ist jetzt gar nicht mehr der Kirschlikör der begrenzende Faktor, sondern der Alraunenlikör. Wir haben nur 2 Flaschen davon. Das heißt, es wird nur 2-mal weiße Möwe werden. Ich meine, wir können es mal machen jetzt. 2-mal weiße Möwe klingt erstmal ganz nett, aber, ich brauche 3-mal. Und zwar, warum? Ich will es jetzt wirklich für wichtige Sachen nutzen. Und was jetzt eigentlich am wichtigsten wäre, weil wir das am häufigsten verwenden, ist Schwalbe. Überlegene Schwalbe könnten wir herstellen. Dafür brauchen wir 2-mal Vitriol. Und um 2-mal Vitriol herzustellen, brauchen wir auch wiederum weiße Möwe. Das haben wir dann aber nicht für die überlegene Schwalbe. Tja, also geht das nicht. Was wir machen können, ist die verbesserte Katze, die wir eigentlich nicht einsetzen. Ich nutze es aber trotzdem. Und den verbesserten Absudrafatz des Weißen, das könnte man vielleicht mal einsetzen, weil der stellt sofort Vitalität komplett wieder her. Ja, müsste man aus dem Inventar dann nutzen, weil ich standardmäßig das nicht im Inventar haben möchte. Okay, die Frage stellt sich, das Wetter ist jetzt aufgeklärt, 19 Uhr. Nee, komm, wir bleiben mal bei dem Plan, dass wir hier meditieren bis zum Morgengrauen und dann uns auf die Suche machen. Das ist schon in Ordnung so. Okay. So, dann sind wir bereit. Wir gucken mal, wo hatten wir Plötze eigentlich? Ich glaube, Plötze ist jetzt schon wieder sonst wo. Dann pfeifen wir sie mal ran. War das nicht so? War die Mod nicht aktiv, dass Plötze uns jetzt folgt? Oder müssen wir da nochmal pfeifen? Ich glaube, jetzt folgt sie. Weil da gab es einen nachvollziehbaren Kommentar. Genau. Dass man hier bei Menschenmengen lieber durchgeht. Und Plötze folgt dann automatisch. Die Frage ist, wie macht Plötze das jetzt? Plötze? Hat mir nicht gesagt, sie folgt. Okay. Naja, irgendwie geht es. Kommt sie jetzt hinterher? Nee. Könnte aber auch sein, dass diese Mod irgendwie mit der aktuellen Version nicht mehr funktioniert. Aua! Warum drängelst du denn so? Erinnert ihr euch an sehr hart? Okay. Also, oh Gott, Leute. Dieses Geplapper. Okay, also das klappt doch nicht besser. Wir werden wieder durchreiten das nächste Mal. Ich wollte es zumindest einmal probieren. So, und die Gegend, wo dieser Wagen des Schusters irgendwie vom Weg abgekommen sind, die kennen wir schon. Da waren zuletzt Banditen. Es könnte sein, dass jetzt wieder welche auftauchen. Sehr, sehr gut möglich. Ich glaube, bei dem Wagen haben wir sogar schon mal übernachtet. Ja, genau. Hier hinter war das. Ja, dahinter ist jemand. Da hinten. Das ist aber, glaube ich, nur ein Händler, oder? Oder irgendjemand. Kaufmann. Sei gegrüßt. Ja, den haben wir schon getroffen. Leb wohl. Wir hatten hier sogar mal einen Kaufmann befreit, wenn ich mich recht entsinne. War plötzlich eben... Was ist nun los? Okay, sie ist hier in die Büsche verschwunden. So, finde den Wagen des Schusters. Schauen wir mal. Okay, hier allerdings... Hier waren wir noch nicht. Da. Da! Da sehen wir den Wagen schon. Ja, ganz offensichtlich. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Genau, schauen wir uns um. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Wölfe. Die mich auch tatsächlich noch erwischt haben. Aber...
Ich hatte keinen Schutz. Aber, naja, gut. Die Wölfe machen hier kein großes Problem mehr. So, dann sehen wir uns jetzt mal um. Ne? Kampfspuren. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Oha, also der wurde überfallen. Wir checken nochmal, ob er hier irgendwas Interessantes bei sich hatte. Ja, wir können die Sachen, glaube ich, auch mitnehmen. Bisschen Brot. Wobei, ich muss mir mal angewöhnen, ich werde mal diese normalen Päckchen, die werde ich nicht mehr looten. Es bringt einfach nichts. Wir haben zu viel von dem Kram. So, was sind das alles? Schuhe? Ne, es sind nur zwei Schuhe. Nee, tatsächlich. Eine Spur aus Schuhen. Na, das ist ja skurril. Wo sein Träger wohl ist? Warum hat er seine ganzen Schuhe mitgenommen oder warum wurden die mitgeraubt? Sehr skurril. Okay, der nächste Schuh. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Ja, aber das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wieso liegen hier lauter Schuhe? Vielleicht wollten sie wirklich Schuhe klauen. So, warte mal, hier haben wir die Spur gerade verpasst. Wo geht sie weiter? Hier. Da oben ist schon wieder irgendwas. Ein Wolf. Was auch immer. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Da ist der nächste Schuh. Und was haben wir denn da? Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Wesen ist. Was macht er hier? Mann, Schuhe glänzen. Ein Felstroll, der irgendwie einen Schuhfetisch hat. Okay, das erklärt es zumindest. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammel nicht. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Hm. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ork sagen Mann Schuhe machen. Für Ork, Pork und Rock Schuhe machen. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ork, Pork und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Warte mal. Okay, also sie glauben, dass Schuhe das Menschsein ausmacht. Und deswegen wollen sie auch Schuhe haben, weil sie Menschen sein wollen? Habe ich das richtig interpretiert? Bis dann. Okay. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Ja, ja. Ist gut. Ja. Da hinten sieht das schon danach aus. Ne? Schöne Gerüste. Wir gucken mal ganz kurz, wo befinden wir uns gerade eigentlich kartentechnisch. Okay, tatsächlich. Das haben wir nie gesehen, ne? Diesen Weg sind wir nie geritten. Erstaunlich. So, da ist eine Truhe. Das ist ganz offensichtlich die Höhle. Was ist denn da noch? Wartet mal. Oha, hier sind ja einige Wägen und da ist auch noch was. Gucken wir uns kurz mal an. Aber das ist nur der übliche Kram. Da gucke ich gar nicht mehr rein.
Jetzt mache ich es mal so wie angekündigt. Aber die Truhe, die könnte natürlich interessant sein. Ja. Das ist etwas lohnenswerter. Ja, na dann. Mal sehen, ob sie irgendwie... Oh, was haben wir hier? Eine Kerzenleuchte. Können wir die statt Fackel auch nehmen? Tatsächlich. Ist die cooler? Oh, das Licht ist ein bisschen anders, ne? Es ist so ein bisschen gezielter. Das ist ja schön. Also es geht so... Naja, fokussierter eben. So, ich bin mal gespannt, ob wir mit denen reden können. Oder ob... es hier... darauf hinausläuft, sie zu erledigen. Aber wir... Ah, wir hören sie. Wir hören sie schon. Was ist denn hier los? Bärenrüstungsschema. Wertvoll. So, ich denke, die kann man durchaus ein bisschen erleichtern. So, hier ist Blut. Und da sind sie, die beiden. Man könnte sich ja schon mal auf einen kleinen Kampf vorbereiten, falls es den geben sollte. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen. Was sind die? Gucke ich lieber nochmal nach, bevor ich das falsche Öl auftrage. Bestien. Puh. Konstrukte sind es nicht. Es sind, glaube ich... Ogroide. Ja, genauso wie Necker. Das muss ich mir mal merken. Ogroide. So, dann brauchen wir also Ogroidenöl. Ja, habe, glaube ich, noch nicht besonders überlegen. Es ist im Blau. Wie erbärmlich. Na gut, egal. Trotzdem kann es uns helfen. Und ich, na gut. Ich hätte auch noch mal gucken können, gegen was sie ansonsten empfindlich sind. Aber ich denke, es wird erstmal ein Gespräch geben. Du. Schon gut. Pock. Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen... Taler? Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit, der... Krass! Wer sollen? Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Bissen. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch runter, Taler schwanzen und Schuhe machen. Was? Okay, also das ist ja wirklich eine Überraschung. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir Taler nochmal wiedersehen. Jemanden, den wir in The Witcher 1 getroffen haben. Eine bemerkenswerte Person. Auch Geheimdienstler. Meines Wissens, ich weiß gar nicht mehr für welche Seite. Das ist ja bei denen auch nicht so einfach, sich zu merken und überhaupt rauszubekommen. Wir haben ihm, glaube ich, das Leben gerettet, wenn ich mich recht entsinne. Naja, ich glaube, er ist uns auf jeden Fall wohlgesonnen. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Taler nicht gehen! Taler Schuhe machen! Aber ich brauche ihn. Taler hier bleiben! Du Schuhe haben! Ock Schuhe nicht haben! Bock nicht haben! Bock nicht haben! Taler Schuhe machen! Taler los! Taler zuckt nur mit den Achseln. Wir können die anlügen, ne? Ja. Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf, Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Hä? Seht euch eure Füße an. Die sind scheißriesig.
Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Pock 4 und Rock 4? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichtern. Taler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich mit Trollen aus. Schon mal an Kinder gedacht? Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril. Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen, so viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr drei auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt? Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das, als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel. Wenn sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Land ist jetzt von Nilfgaard besetzt. Willst du etwa sagen, die Schwarzen hätten keinen Bedarf an Schustern? Die haben sicher eigene dabei. Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als Taler findest du nirgends im Norden. Ja, genau. Glaubst du mir nicht? Du bist ein Spion und du arbeitest jetzt mit Roche und Dijkstra zusammen. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Ich geb's zu. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht seine Arbeit, hämmert auf der Sohle herum und die Leute reden. Meistens nur Müll. Aber danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ork und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Okay. Aber was spielt er für eine Rolle in diesem ganzen Plan? Du warst Hehler in Vysimar. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Na, beeindruckend. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Verstehe. Ja, das ist auch nachvollziehbar. Bis dann, Taler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Ach Mensch, das ist jetzt schon der dritte, ich sag mal,
Sympathieträger, der jetzt Teil dieses Mordplanes ist. Ich glaube, das ist durchaus schon ein weiteres Argument, warum Geralt vielleicht mit dabei ist. Aber was mir immer noch komplett unklar ist, was erhoffen die sich am Ende davon? Also, der Norden wird doch dadurch weiter geschwächt. Nilfgaard kann weiter erfolgreich vorrücken. Insgesamt ist der Plan ein bisschen seltsam. Nun ja, so, wir hatten Plötze hier irgendwo zurückgelassen. Insofern können wir sie auch heranpfeifen mit gutem Gewissen. Er macht seinen Wagen wieder schick und wir können uns überlegen, was wir als nächstes tun. Und das habe ich mir schon ein bisschen überlegt. Und zwar werden wir tendenziell zurück nach Novigrad, klar. Aber wir werden auf dem Weg noch ein bisschen erkunden. Und zwar werden wir hier oder vielleicht dort, ich glaube, na, wobei, das haben wir uns, glaube ich, schon angeschaut. Wir sind auf jeden Fall hier schon mal lang geritten. Aber wir werden uns hier das Boot schnappen und auf diese Insel fahren und die Katzenschulen-Ausrüstung suchen, die uns hier noch fehlt. Und dann diese Halbinsel, hier ist vielleicht noch ein Leuchtturm, hier ist noch irgendwie ein Gehöft, das werden wir noch erkunden. Und dann zurück nach Novigrad. Das ist soweit der Plan. Das heißt aber, wir müssen wieder durch diesen verdammten, an diesem verdammten Grenzübergang vorbei, wo die Leute so viel quatschen. Unvermeidbar leider. Und gleichzeitig noch im Weg stehen. Und dann ist auch noch das Wetter schlecht. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Wäre schön, wenn sie bei Regen die Brücke irgendwie mal verlassen würden, um sich unterzustellen. Ich langweile mich so, dass ich kotzen könnte. Dem ist wohl nicht so. Aber warte mal, wir können das schon mal als Ziel definieren. Dann wissen wir die ganz grobe Richtung. So, jetzt müssen wir ja vorsichtig vorbeireiten. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Es ist ein Kunststück, hier vorbeizukommen. Komme ich hier links vorbei? Ja. Okay. Aber es sieht so aus, als ob das Wetter schlecht bleibt hier heute. Das Erkunden nicht ganz so schön, fürs Segeln auch erst recht nicht. So, dann ist du kannst, mich auch du kannst passieren. Ich wieder unter deinen Stein. So, schiebt er da wieder Posten? Naja, das ist unser Freund, aber ich glaube, mit ihm können wir jetzt erstmal nichts weiter diskutieren. Und wir reiten bis zum nächsten Abzweig. Wobei, ist er das schon? Nee, das ist nur ein kleiner Pfad, der in den Wald führt. Aber da wollen wir noch nicht hin. Das ist noch eine Geschichte, die uns später erst interessiert. Wir nehmen da diesen großen Abzweig. Kann gut sein, dass wir hier nochmal wieder auf Banditen treffen. Hier waren welche, wenn ich mich recht entsinne. Aber vielleicht ist denen das Wetter auch zu schlecht. So, jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, Blick auf die große Karte. Ne, wir sind noch ein zu früh. Ich will ja eigentlich dahin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir das schon uns angeschaut haben. Da oben, hier weiß ich, hier waren wir schon. Da war eine Gruppe, ich glaube, es waren Flüchtlinge oder so, die sich da hingerettet haben. Borsten, genau.
So, und jetzt erreichen wir gleich den Punkt. Und hier war irgendwie ein Lager. Ich glaube, es war ein Banditenlager. Es kann gut sein, dass wir es schon geklärt hatten. Vielleicht aber auch nicht. Oh, was haben wir denn da? Hier sind Banditen. Deserteure. Sind die wieder? Okay. Wir ziehen dir die Haut ab. Ah, mit seinem Speer. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Bisschen unangenehm, deswegen nehmen wir mal lieber das Feuer, um nah ran zu kämpfen. Ja, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier noch welche treffen. Waren wir denn hier auch noch nicht drin? Doch, das kennen wir doch eigentlich schon. Das hatten wir schon geplündert. Aber klar, Deserteure, die gibt es natürlich nicht nur einmal. Und das ist eigentlich auch ein schöner Ort, um sich zu verstecken. Nachvollziehbar. Gut, dann gucken wir jetzt mal hier runter. Ja, ich weiß nicht, wollen wir plötzlich hier lassen? Gute Frage, ne? Wir schauen erstmal, ob da wirklich Banditen sind. Ach nee, das war der Turm. Ja, ja, ich erinnere mich. Da war irgendwie nichts, beziehungsweise war vielleicht eine Truhe, die wir schon geplündert hatten. Okay, dann ist ja alles gut. Und dann reiten wir runter zum Ufer. Und wenn wir hier sauber runterkommen. Das sieht hier nach Steilküste aus. Ne, hier geht's, glaube ich. Genau. Im Witwengrotte. Okay, hier ist noch was. Und dann schauen wir uns das erstmal an. Oh, hier ist tatsächlich eine Höhle. Gut. Interessant. Gucken wir mal. Also, Witwengrotte. Der Legende nach wartete vor vielen Jahren eine junge Frau an diesem Ort darauf, dass ihr Mann von einer Plünderfahrt zurückkehrte. Die Jahre vergingen und die Frau wurde immer älter und wartete immer noch auf ihren Mann. Doch er kam nicht zurück und schließlich starb sie. 3 Tage nach ihrem Begräbnis kehrte ihr Mann zurück, nachdem er endlich den Piraten entflohen war, die ihn die ganze Zeit über gefangen gehalten hatte. Als er von der treuen Wacht seiner Liebsten erfuhr, weinte er bittere Tränen und stürzte sich von einer Klippe ins Meer. Dann gucken wir mal, was wir hier in dieser Grotte finden werden. So. Regen erstmal. Sind wir erstmal los? Hier scheint nicht viel zu sein, oder? Ah, hier haben wir Kisten. Okay, allerdings jetzt auch nichts Spektakuläres. Gibt es hier noch was, was ich übersehen habe? Macht nicht den Eindruck. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, dann haben wir hier erstmal unser Ziel erreicht. Das Boot. Ist da auch noch ein Wrack? Ja, da ist an dieser kleinen Insel auch irgendwas gestrandet. Ja, also wir haben hier das Boot. Mit dem Boot werden wir das nächste Mal hier rüber schippern, uns die Insel angucken und vor allem die Ausrüstung schnappen. Dann werden wir wieder zurück und dann mit Plötze zusammen hier ein bisschen die Halbinsel umreiten. Aber, liebe Leute, dieses kleine Wrack da drüben, das lohnt sich vielleicht auch nochmal anzugucken. Das machen wir jetzt noch. Wir fahren da allerdings mit dem Boot hin. Gerade. So besteigt man aber kein Boot. Ganz neue Technik. Schwimmt doch schon was im Wasser. Da liegt unten, aber es ist nur so Kraut. Okay. Wir haben einige Boote Schiffbruch erlitten. Ja.
Okay, das ganze Gebiet müsste man mal gesondert untersuchen. Was haben wir da hinten? Das sind wahrscheinlich Ertrunkene. Ich guck mal auf die Karte. Ah, diese Inselgruppe, ja. Okay, passt auf. Vielleicht starten wir sogar das nächste Mal mit der Untersuchung dieser drei Inseln. Einfach nur, weil wir hier sind. Und vielleicht nicht wieder hierher kommen werden. Fahre ich nochmal kurz ans Ufer, oder? Machen wir das vom Boot aus? Müssen wir wahrscheinlich vom Boot aus machen. Ah ja, wir sehen sie da auf der Insel. Ja, okay, haben wir einen Plan. Wir sehen uns wieder. Ah, schaut mal, es ist tatsächlich sogar ein versteckter Schatz. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwein.